der Wohnung einen Point, so wie ich es im Urlaub hatte. Da hatte ich wirklich direkt neben dem Urlaubshaus einen Point gehabt, wo ich alle paar Minuten ganz frech Pokebälle abgreifen konnte und so weiter und so weiter. Sondern hier muss ich ein bisschen gehen. Hab dann heute Just for Fun, indem ich halt noch einen Brief loswerden musste, mir Briefmarken geholt und ja, nebenher nochmal Pokémon. Grund wurde ich da von einem kleinen Jungen, der mit seiner Familie spazieren war, entdeckt und ey, komm, und der spielt auch Pokémon und dies und das und war total lustig, keine Ahnung. Aber das hat mich so ein bisschen in die Fänge gezogen, auch wenn die Server momentan rumspacken wie sonst was. Aber es macht trotzdem Spaß. Wie gesagt, ein paar Pokémon habe ich schon auf Lager. Ein bisschen was gelevelt habe ich auch. Läuft, würde ich sagen. Nee, und ja. Womit im Urlaub. Mein letztes Jahr hatte ich schon mächtig fetten Sonnenbrand. Und dieses Jahr war es noch extremer. Ich habe insgesamt viermal einen Sonnenbrand gehabt oben am Kopf. Also mein Gesicht ist dementsprechend auch braun. Und ja. Es tut weh, sage ich dazu einfach mal. Aber dementsprechend schnell ist der Urlaub leider dann auch wieder rum gewesen. Jetzt heißt es erstmal durchhalten. Nächster Urlaub weiß ich nicht, wann er sein wird. Gamescom ist ja natürlich ins Wasser gefallen. Dass ja, es nicht so gekommen ist, wie man sich es vorstellte. Tickets hat man dann nicht gekriegt. Und so weiter und so weiter. Aber das ist mir eine Lehre für nächstes Jahr definitiv. Keine Ahnung. Wir werden sagen, ja, warum holst du nicht einfach diese teuren Tickets, die man dann auch per eBay bekommt oder keine Ahnung was. Ganz einfach, weil ich nicht einsehe, dafür 100 Euro zu bezahlen. 100 Euro oder mehr. Nur damit ich ja samstags irgendwie auf die Gamescom gehen kann. Auch wenn die Gamescom einfach geil ist. Keine Ahnung. Aber das ist mir definitiv nicht wert. Bin ich ehrlich. Ne, 100 Euro muss nicht sein. Also tut mir leid. Ja, wie gesagt, der Sonnenbrand tut weh. Ein paar Sachen zu erledigen jetzt die letzten zwei Tage, bevor es dann ab Mittwoch wieder weitergeht. Ja, und das Problem seht ihr, wie gesagt, Aufnahmen sind zwar möglich, aber es ruckelt wie Sau. Verschiedene Programme funktionieren immer noch nicht. Und ich muss gucken, ich muss definitiv wieder einen i7-Prozessor kriegen, die K-Edition, die sich auch im Tauboost-Modus verwenden lässt. Weil anderes kann ich knicken. Also das kann ich definitiv knicken, wenn ich mir das so anschaue. Kai dich wissen muss. Ja, dann muss ich ja gucken, wie ich das am blödsten noch mache. Ich meine, formatieren werde ich ja sowieso müssen. Was passt halt nur die höchste i7-5970K Edition drauf. Und dann würde ich halt ein neues Motherboard brauchen müssen. Wobei ich echt überlege, ich kriege den Intel i7-6700K für, ja, sage ich mal 360 Euro. Plus Motherboard bin ich bei 400, sagen wir mal 500 Euro. Noch ein Kühler dazu, 550. Und der Prozessor, den ich mir holen will, der kostet um die 600 noch was Euro. Ich das am blödsten mache. Ob ich die 7-6700K Edition hole oder ob ich es anders mache. Ich weiß es nicht. So. Das kommt hier rein. Das tun wir jetzt auch mal hier rein. Das tun wir auf jeden Fall hier rein. Haben wir jetzt ein bisschen was zu futtern. Hier könnte wachsen und gedeihen. Da klatschen wir dann noch ein paar dran, würde ich sagen. 8. Da haben wir nämlich hier erstmal genug Beeren. Müssen wir gucken. Müssen wir gleich auf jeden Fall mal Cobblestone farmen gehen, damit wir dann auch mal ein Dach hier drauf kriegen. Wie gesagt, Fenster können wir zwar reinklatschen, aber ich hätte noch gerne
Ein kleines Dach hier drauf. Ein paar Fackeln draus. Ein paar der Gegner habe ich auch schon gesehen. Es gibt hier so HK-47 aus Star Wars und so weiter. Habe ich euch recht lustig gemacht. Wie gesagt, es ist nicht das Original YouTuber Pack da von Gamers Time und hast nicht gesehen, sondern irgendwas, was man per Technik Launcher sich installieren konnte. Deswegen, wie gesagt, werde ich das auch mit dem normalen Minecraft Bildern bei mir vom Let's Play her versehen, damit dann nicht irgendwie gesagt wird, hey, du bist voll der Nahmacher und abgekupfert, dies, das und dies, hast nicht gesehen, sondern ich will halt, weil ich das Paket oder weil mich das Paket recht an Attack of the B-Team erinnert, da ein bisschen allein unterwegs sein. Und nein, ich spiele nicht auf dem Server, ich spiele den Singleplayer, weil ich das auch schon ein paar Mal erwähnt habe. Nicht, dass da wieder irgendwelche Fragen kommen, so von wegen, kann man da mitzocken oder was weiß ich nicht was. Bestimmt kann man da mitzocken, wenn einer den Server hat, aber ich habe diesen Server nicht. Deswegen bei mir kann man nicht mitzocken. Jetzt werden wir hier noch ein bisschen Terraform. Schon ein bisschen Erde wieder loswerden. Hört schon, unterirdisch ist auf jeden Fall einiges an Besuch schon unterwegs. Ich habe schon einige Bekanntschaften gemacht. Also hier gibt es Zombies mit verschiedenen Rüstungen und so weiter und so weiter. Ich finde schon geil, dass es hier so ein Poster gibt. Das wird auch schon wieder boostern. Laut teilweise. Aber das werden noch Feineinstellungen sein, was die Lautstärke angeht. Es gibt. Wow. Ach, übrigens, das ist auch neu. Könnte sein, dass so ein Erdblock mal als Schleim aufwacht und dich angreift. Nachdem, wie lange er denn praktisch hier auf dem Festland ist, mutiert er auch zu einem größeren Schleim und macht dir das Leben schwer. Also macht dann richtig Damage schon. War übrigens einer der Mitgründe, warum ich denn hier schon Schaden hatte. Komm, ab in die Koje. Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich hier so ein Vieh töte oder sowas, dass ich mich dann direkt in so ein Vieh verwandeln kann. Ist aber leider nicht der Fall. Schade eigentlich. Es gibt hier Gummibäume und was weiß ich nicht was. Salz und ein bisschen was gibt es hier auf jeden Fall schon. Wir können mal gucken, dass wir hier die Erde schon mal austauschen. Beziehungsweise hier müssen wir erstmal Erde draußen machen. War doch irgendwie so, ne? Zack, zack. Ja. Kompostierte Erde haben wir schon 9 Erdblöcke. Machen wir einfach hier schon mal hin. So, dann werden wir uns hier schon mal ein paar von den Früchten rausholen. Hier haben wir schon mal Gurkensamen. Da haben wir noch 2. Zack. Ja komm, dann machen wir Winterkürbis auch direkt. Wieder ein riesen Garten, wie es aussieht.
Das soll schon mal wachsen und gedeihen. Ein paar Zaun-Dinger müssen wir da noch haben. Also hier so Stäbe, ja. Haben wir auch. Hier noch ein bisschen Sand. Genau, da können wir eigentlich da schon mal weitermachen. Und jetzt erstmal so ein schönes klobiges Haus. Hauptsache sicher. Ja, und hier wird dann der Kellergang. Da wird auch unten schon ein Monsieur auf uns warten, wie ihr gehört habt. Haben wir noch normales Holz? Ne, haben wir nicht. Klatschen wir das Restglas erstmal hier rein. Das können wir da rein tun, das können wir da rein tun und so weiter und so weiter. So. Wir werden später auch noch nach hinten vergrößern, auf jeden Fall. Dann gehen wir erstmal hier hin. Machen das hier noch dicht. Ich überlege es, ob ich die Setzlinge hier auch selber einpflanzen, weil ich habe hier hinten Bäume weggekloppt. Und teilweise sind hier Setzlinge an Stellen, wo ich gar nicht was hingesetzt habe, ehrlich gesagt. Oh, hier können wir auch schon mal reinsetzen. Also schon, am Anfang ist immer das Gleiche bei Minecraft. Erstmal genügend Lebensraum schaffen und dann auf Erkundungstour gehen. Wichtig ist auf jeden Fall immer genug Nahrung herstellen. Und wenn wir dann das soweit haben, abgedeckt haben, kann man schon die ersten Loot-Touren wagen. Erkundungstouren, wie auch immer, wichtig ist auf jeden Fall, dass wir noch irgendwie eine Rüstung kriegen. Das hat sich jetzt, glaube ich, irgendwie eingepegelt, was die Aufnahmen angeht. Ja, okay, ab und zu haben wir noch so Ruckler, aber sonst... Warum zerfällst du nicht einfach? Sich nicht ein. Nee, den kriege ich nicht mehr. Alles klar. Guck mal, hier hätten wir zum Beispiel auch schon mal ein bisschen Ressourcen. Kobbel haben wir noch, ein paar Sticks haben wir auch noch. Uns kam eine Spitzhacke aus Cobblestone.